glaube, es gibt eine Menge Leute, die nicht begreifen können, dass wir immer noch dabei sind. Wir verängstigen die Leute, wir verunsichern sie, sie sind befremdet, die begreifen es einfach nicht, die wollen ja die Wahrheit, aber es ist eben nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir immer noch da sind und dass wir auch da sein müssen. Wir kommen hier regelmäßig immer dienstags schon seit 4 Jahren zusammen. Ja. Mir geht es weniger um den Bahnhof, mir geht es um den Eingriff in die Natur. Deshalb leiste ich Widerstand. Wir wollen und müssen die Öffentlichkeit darüber informieren, auch die Leute, die hier tätig sind, welche Art der Zerstörung, welche Katastrophe hier für die nächsten Generationen und für die Umwelt hier gemacht werden. Denn sie zerstören etwas, was sehr gut funktioniert, den Kopfbahnhof. Der zweitbest funktionierende Kopfbahnhof nach Leipzig war es. Ja? Das zerstören sie, wenn man da sieht. Es ist katastrophal. Und was sie bauen, leistet am Ende weniger. Und dadurch schränken sie den Schienenverkehr so ein, dass die Leute automatisch als Konsequenz wieder auf die Straße getrieben werden. Ja? Das ist die Katastrophe für die Zukunft, sowohl ökologisch als auch energiemäßig. Und deswegen dürfen wir das nicht zulassen. Und wir werden auf der Straße bleiben und wenn es sein muss, 20 Jahre lang. Wir haben keine so lebensbedrohlichen Strafen zu erwarten. Aber für viele ist auch eine Geldstrafe eine schlimme Strafe und geht an die Existenz. Aber wir müssen es trotzdem machen, jeder auf seine Weise. Und wir, die wir hier vor dem Bauzaun sind, wir müssen es heute Morgen machen. Und darum sind wir hier. Es ist symbolisch jetzt geworden, ein Zeichen. Wir setzen damit immer ein Zeichen, ja. Dass der Widerstand noch lebt. Und das Gute daran ist, so wenn es mir schlecht geht und dann gehe ich auf die Straße und dann habe ich wieder Kraft. Letzte Aufforderung. Also, sie wurde mehrmals aufgefordert, die einfach freizumachen, die Blockade zu beenden und ihre Versammlung zu erfolgreich einzunehmen. Dieser Aufforderung sind sie bisher nicht nachgekommen. Deshalb lösen wir diese Versammlung hiermit auf. Heute war eine größere Blockade als sonst jeden Dienstag und waren wir so fast 30 Leute und haben wir gesagt, dann blockieren wir beide Ausfahrten. Und wenn sie auf der einen Seite nicht rein- oder rausfahren können, gehen sie auf die andere Seite. Heute war das nicht möglich, sie konnten sie nicht mehr rausfahren und nicht mehr reinfahren. Das war jetzt sinnvoll. Wir haben immerhin 7 Lastautos sind jetzt reingefahren und die haben wir aufgehalten. Und 4 oder 5 Lastautos konnten nicht mehr rausfahren, die haben wir auch aufgehalten. Jetzt ist es erledigt, jetzt ist es beendet. Die kennen uns ja und wir kennen sie auch. Sie haben das ganz nach ihren Vorschriften gemacht. Ich persönlich gehe dann auf den Fußweg. Weil ich möchte nie vor Gericht kommen und ich möchte auch kein Bußgeldbescheid bekommen. Ich zahle keinen Cent an die Stadtkasse.